Ich erkundige trotzdem noch die Höhle. Es war hier hoch. So, da sind wir. Was haben wir denn hier? Nix, nix, nix. Die Sounds buggen irgendwie ein bisschen rum, aber sonst ist eigentlich alles sehr nice. Nur oft so ein paar Grafikbugs mit der Fackel. Oh, scheiße. Lol. Ich hatte gerade irgendwie keine Abzug-Sounds gemacht, als ich hier Damage gegeben habe. Keine Ahnung was. Nice. Komm. Termitenkrieger. So, gib mir die Fackel und speichern. Dann hätten wir die Termitenkrieger auch alle erledigt. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Kiste oder so? Nee, ein Amulett. Nice. So, dann gehen wir hier weiter. Und irgendwann dürfte hier doch auch ein Ende kommen, oder? Da geht's nicht weiter. Wir sind wieder da. Ist nur noch hier lang. So, wo kommen wir denn hier hin? Sind wir wieder am Anfang? Oh, habe ich den Weg gar nicht gesehen. Das meine ich halt mit Soundbugs. So, okay. Dann gehen wir wieder aus der Höhle raus. Und die Fackel brauchen wir auch nicht mehr. Und speichern können wir. So. Dann rennen wir wieder zum Schmugglerturm. Und sagen dem Typen, dass die Termiten erledigt sind. So. Nice. Echt nice. Jo. Haben wir was zum Braten? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Nein, haben wir nicht. Hallo Jack. Wow, schrei mich nicht an. Ich habe das Termitennest erledigt. Da bin ich dir aber dankbar, Junge. Wie dankbar genau? Ja, ja, schon gut. Der alte Jack braucht ja kein Gold. Nö, brauchst du nicht. Ah, 150 Gold, nice. Hast du gesehen, dass da liegt ein Buch in meinem Turm? Hab ich schon gesehen. Ja, und tschüss. So. Alter, ich will jetzt endlich diese scheiß Kisten öffnen können, Mann. So. Dann Seekarte. Und dann zurück zum Piratennest und zu Boos. Boos. Ich bringe dir die Zuckerlieferung. Was war das Problem? Termiten. Große, böse Termiten. Oh, hey, Junge, du bist zu gebrauchen. Bring das Zeug gleich zu Alistair. Der wird sich freuen. Ach so. Danach kommst du wieder runter. Dann stoßen wir an und du kriegst deinen Sack Gold. Okay. Leute, unser Nachschub ist gesichert. Die nächste Runde geht auf mich. So, wo ist denn jetzt dieser Typ? Ja, super. Wo ist Alistair? Bist du Alistair? Nee, Morris. Scheiße. Ist hier irgendwo Alistair? Lago? Lol. Das war Hank. O'Brien, Holly, Pirat. Und Meeks. Hier irgendwo? Pirat, Lagerfeuer, Pirat. Da oben, aber das... Ich weiß nicht. Pokal. Wein. Piraten. Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und das fehlte ihm der rechte Stiefel. Aha. Da er sich an nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. Na dann. Elia. Rock. Und eine Kiste.
Gold, Proviant und eine Perle. Und wer bist du? Du bist Lola. Hallo Lola. Und tschüss. Ich hab grad keinen Bock mit dir zu reden. So, wo geht's denn hier hin? Guten Tag. Alistair. Du bist wirklich selten dämlich. Direkt vor mein... Ich bringe neuen Zucker. Ah, Zucker. Noch ist das einfacher Zucker, aber schon bald wird er brennen. Und dann machen wir daraus flüssiges Gold. Und noch was. Du hast uns zwar den Zucker gebracht, aber das heißt nicht, dass du machen kannst, was du willst. Du darfst hier oben sein. Aber geh nicht ins Zimmer von Boos. Erwische ich dich da drin, gibt's einen Satz heißer Ohren. Na dann. Tschüss. Checkst doch gar nichts, oder, du Opfer? Hallo? Jetzt sind wir wieder hier, okay. Gut, dann. Ein Apfel. Und hier haben wir einen Balkon und eine Kiste. Gold, Krog und Proviant. So. Und das da wird dann wohl das Zimmer für den Boos sein. Speichere mal und dann. Hör auf zu schleichen! Okay. Ist der Typ muss irgendwie weg. Hier. Ah, er steht auf und geht wohin. Oh Scheiße, er setzt sich wieder hin. Hör auf zu schleichen! Oh Scheiße, er sieht's doch. Scheiße, wie kommt denn der Typ jetzt weg? Okay, ich gucke jetzt mal. Jetzt frage ich kurz pennen irgendwo. Können wir irgendwo pennen? Scheiße. Ich muss jetzt irgendwo pennen. Wo haben wir denn ein Bett? Wo war denn ein Bett hier im Piratendorf? Scheiße. Gut, geh einfach bei dem Schmied da pennen. So, und zwar... Hier ist doch jemand. Ja, hallo. Denk nicht mal dran, hier was mitzunehmen. Wieso kann ich denn nicht pennen? Och, komm. Was ist der da gerade drin? Geh jetzt wieder ins Bett. Oida, ich will doch bloß, dass Nacht ist. Oder ist Nacht? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich ist schon Nacht. Ich glaube, es wird gerade morgen. Naja, komm. Scheiß drauf, wir müssen da jetzt nicht rein. Ich geh einfach zu Boos. Dem Boosigen. Ein Spaß. So, Boos. Trinken wir. Auf den Mann, der uns den Zucker gebracht hat. Oh ja. Und hier ist das versprochene Gold. 200. Was ist mit dem Rum für Stahlbart? Wir haben Zucker, wir haben Wasser. Also an mir soll's nicht liegen. Du bist genug gerannt. Ich klär das mit dem Alten. Gut. Was denn? Ich rede jetzt einfach mal mit jedem. Ahoi! Ich bin O'Brien. Hi. Hier auf der bärtigen Jungfrau. Wird? Ich probier's einfach. Der Name klingt total bescheuert. Eine ganze Nacht haben wir den Namen für das Schiff gesucht. Und da seid ihr nicht auf Eleanor oder Esmeralda gekommen? Tja. Bei der Taufe war der Käpt'n schon ziemlich betrunken. Ich will bei euch anheuern. Was? Wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also, bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smooth hier umhaust, wird der Käpt'n sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen, aber nur im Saufen. Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht? Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Erklär mir die Regeln. Wir saufen um die Wette. Jeder von uns trinkt 6 Flaschen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Hört sich einfach an. Ist es auch. Solange du eine ruhige Hand hast, greifst du daneben und eine Flasche fällt.